Hallo, ich bin die Rita, das ist mein Mann Maxim und wir sind mit unserem Sohn Jonas hier. Wir kommen aus Deutschland. Mit 9 Monaten habe ich Jonas abgestillt und ja, wir haben dann angefangen mit Beikost und mit verschiedenen Fläschchen, verschiedene Brei ausprobiert. Es hat nicht geklappt, er hat immer gewürgt, ist alles ausgespuckt. Kein Arzt hat uns ernst genommen und wir haben dann einfach für unser Kind das Beste getan. Und es hat sich aber dazu entwickelt, dass Jonas nur Grießbrei mit Zimt und Zucker gegessen hat und Laugenstange mit Nutella, also Nutella glasweise. Vielleicht auch ab und zu hat er nur Nutella mit Löffel gegessen. Und wir haben uns immer Sorgen gemacht, dass nicht gesund ist und immer wieder was unternommen, aber das alles hat nichts gebracht. Also wir haben versucht, halt was anderes ihm anzubieten. Das hat er nicht mal in die Hände genommen. Er wollte es auch nicht probieren. Haben wir auch versucht, in Brei etwas beizumischen, runter, so, ja. Aber das hat nichts gebracht, weil der hat Geschmack festgestellt, das nicht in Ordnung für ihn war. Dann hat er abgebrochen, das Essen. Und dann musste man noch 3-4 Tage kämpfen, dass er überhaupt wieder fängt an, seine gewöhnliche Brei zu essen. Auch interessant war Phänomen, dass der gegessen hat etwas, zum Beispiel Hanuta oder Knoppersriegel, und dann 2-3 Wochen gegessen und dann ein halbes Jahr gar nicht mehr berührt. Für uns war das auch komisch, weil der hat Geschmack gekannt und trotzdem nicht gegessen. Und nach 8 Monaten hat wieder mal gekostet, aber nicht so, dass der ganze Zeit wieder isst. Solche Verhalten haben wir bei Jonas festgestellt. Dass er sein Essen auch genossen hätte, das haben wir nie gesehen bei ihm. Es war ein Muss jedes Mal. Was ich noch hinzufügen möchte, vielleicht wichtig auch, dass das Kind, Jonas ist jetzt 6 Jahre alt, praktisch bis 6 Jahre haben wir gearbeitet selber und sind nicht weitergekommen. Keinen Erfolg bekommen. Also wir wollten auf jeden Fall etwas für unser Kind tun. Ich bin durch eine Videoaufnahme auf YouTube gekommen. Wir haben einen großen Freundeskreis, die auch für uns gekämpft haben, die sich auch informiert haben. Es muss doch was geben. Es kann doch nicht sein, dass Jonas so ein Einzelfall ist und bleibt sozusagen sein Leben lang. Und auch so war das auch für den Jonas. Irgendwann mal war einfach dieser Zeitpunkt da, da er selber das gesagt hat, ich brauche Hilfe. Es war für uns hier natürlich alles neu. Natürlich sieht man so, wie die anderen, sag ich mal, da durchgehen und haben vielleicht so Vorgeschichten oder Vorerlebnisse, auch für die Kinder einfach. Und das hatten wir ja in dem Sinn nicht, dass Jonas eigentlich ein gesundes Kind ist. Und am Anfang war das schon sehr anstrengend und auch so dieses Ungewisse, werden wir es schaffen, lässt Jonas es auch zu, Angst, ja doch so, und aber was wir erlebt haben, auch dieses, wo wir gemerkt haben, wir können loslassen. Es wird geguckt, es wird von allen Seiten geguckt, er ist nicht alleine, wir sind nicht alleine. Aufgehoben eigentlich. Genau, es war, man hat gesehen, dass genau mit diesem Problem wird gearbeitet und wir haben gesehen, dass es praktisch bringt was. Erster Tag natürlich immer Spannung, was wird weiter sein,
Und dann sieht man, erste Tag erlebt man, kann man so sagen, nicht, weil die Leute müssen auch sehen, was ist mit Kind, wie tut er essen, was macht das Kind überhaupt am Tisch. Und das ist natürlich erste zwei Tage vielleicht nicht so merkbar. Aber dann nächste Tage sieht man auch langsam Änderungen schon. Jonas hat uns schon vor einem Jahr gewarnt, gesagt, wenn ich komme, ich mache nichts, ich sitze nur und beobachte, ich esse nichts, war der so fest entschlossen. Aber wir haben gesehen, es hat sehr viel sich geändert und im Vergleich zum früheren, es ist ein ganz anderes Bild jetzt und selber Kind, der ist jetzt fröhlich und der freut sich am Essen und der sucht sich was anderes auf. Und das ist so, kann man sagen, so wie ein Schalter in ihm. Den muss man umschalten, aber wie schaltet man es um? Haben wir in fünf auch. Jahren alles Mögliche versucht, aber das nicht erreicht. Was so. Ich auch toll fand, dieses Individuelle, das, was auch mich angesprochen hat. Also als ob die Therapeuten, die eigentlich noch andere Kinder hier haben, nur unser Kind so sehen und es beobachten wirklich von allen Seiten und wird immer eine Hilfestellung, immer ein kleiner Handgriff sozusagen. Es wird immer was getan, zuerst in den Augen, das ist eine Kleinigkeit, aber wir haben dann von Tag zu Tag gesehen, es geht weiter, es geht weiter. Und was wir an ihm gemerkt haben, dass er vorsichtig ist, aber er hat auch den Mut, es auszuprobieren, weil passiert nichts. Und zum Beispiel für mich war der größte Moment da, wo er Schnitzel gegessen hat, selbstständig genommen und gegessen. Weil überwiegend hat er nur Süßes gegessen und man wollte, dass er etwas so wie Fleisch, Wurst essen könnte und es ist geschehen und für mich war so. Früher war das halt so, wenn er was Neues probiert hat und er musste dabei würgen, spucken, dann hatte er so wie eine Angst vor diesem Essen, sag ich so, ja. Und, oder gar nicht erst dann wieder angerührt. Und hier war das dann so, oh, da passiert nichts, ich kann weiter essen, alles gut, in kleinen Mengen und einfach, ja, weiter. Also, dass da so auch an seinem Gesichtsausdruck wir einfach auch gesehen haben, passiert nichts und es schmeckt. Das haben wir früher eigentlich nie gesehen bei ihm so. Total, genau. Innerhalb wirklich diesen zwei Wochen, kann man sagen. Und jeden Tag ein kleines Stückchen mehr. Der Jonas isst jetzt alles, was wir uns erwünscht hätten. Grießbrei mit Zimt und Zucker und Laugenstange lassen wir hier.